ihr Lieben, heute besuche ich Inka. Inka ist eine liebe Bloggerkollegin von mir, die auf Blickwinkel über ihre Reisen bloggt. Und als ich das erste Mal über unsere Grilltournee geschrieben habe, hat Inka darunter kommentiert, was muss ich tun, damit ihr auch bei mir im Garten grillt. Und jetzt sind wir hier. Hallo Inka. Hallo Fee. Schön, dich zu sehen. Ja, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja. Insgesamt bist du ja sehr viel auf Reisen. Glaubst du, dass das dein Verständnis für kulturelle Vielfalt irgendwie verändert hat? Auf jeden Fall, klar. Ich denke, also man entwickelt sich nicht immer weiter, wenn man reist, glaube ich. Das kommt auf den eigenen Kopf an. Aber gerade wenn man an seine Grenzen stößt, dann entwickelt man sich schon weiter. Also das ist sicherlich schon mehrfach gewesen, ob das nun Ängste sind oder man findet irgendwas eklig und andere finden das ganz normal und so. Da, glaube ich, macht man Sprünge. Bist du eigentlich schon immer gerne gereist? Ich bin bestimmt schon immer gerne gereist, aber es hat ziemlich spät angefangen. Ich überlege jetzt gerade, wie ich so tierisch auf die Tränendrüse drücken kann. Nein, ich konnte es mir einfach viele Jahre nicht leisten. Mhm. Und ich glaube, ein Schlüsselerlebnis waren so die Jahre, wo meine ganzen Freunde mit Interrail und so durch die Gegend gereist sind und ich hatte kein Geld dafür. Und dann habe ich irgendwie das Geld für diese 6-wöchige Tansania-Reise zusammenbekommen und ich glaube, da war schon so der erste Stachel gelegt und als ich dann meinen ersten richtigen Job hatte und Geld übrig hatte, seit da an, ich glaube, muss ich die ersten 20 Jahre ein bisschen nachholen. Du hast uns jetzt hier zum Risotto so ein paar Spieße vorbereitet. Was ist das denn genau? Das ist kasachisches Schaschlik. Ja. Also Schaschlik ist in der ganzen Region, also Russland, Kaukasus, es kommt wohl ursprünglich vom Kaukasus und hat sich überall verbreitet. Dann lassen wir mal hier 4 Stück. Und ich fand das so spannend irgendwie, weil das da eben so eine Tradition ist. Und ich wusste noch, es wird mit Hammel oder Lamm gemacht, ganz wichtig. In Russland macht man es eher mit Schwein. Okay. Und es wird in Milch eingelegt. Und das war auch wirklich immer sehr zartes Fleisch. Und deswegen habe ich mir hier das Rezept ergoogelt und wollte das eh schon immer mal nachmachen. Das fand ich wahnsinnig spannend an dieser Reise, dass da in Kasachstan, gerade im Süden oder überhaupt in dieser ganzen Region, das ist nicht so, also so dieser Nationsbegriff ist da ein ganz anderer. Mhm. Einmal, weil das wahnsinnig im Umschwung ständig ist. Ich meine, wir reden hier von, irgendwann war es Russland und so und die Leute wandern eben viel, weil sie wenig haben. Und der Austausch ist dadurch wahnsinnig groß. Das heißt, sie sind Usbeken oder andere sind eben Russen oder andere sind Kasachen, das schon. Wobei jetzt ein Kasache was anderes ist als ein Russe, der einen kasachischen Pass hat. Also das sind so ganz andere Konzepte, die wir erstmal lernen müssen. Habe ich den Eindruck, dass es dir darum geht, auch über den Ort, den du bereist, hinaus auf die Eigenarten der Kultur einzugehen und aufzuzeigen, was das Besondere ist, vielleicht auch auf Missstände hinzuweisen oder ein bisschen auf die politische Situation, das ist dir doch schon wichtig. Ja, auf jeden Fall, na klar. Also ich, so dieses, was viele irgendwie belächeln, dass viele von uns Reisebloggern immer Reise sagen und nicht Urlaub. Das ist für mich der Unterschied. Tatsächlich bei einer Reise versuche ich schon in das Land irgendwie einzudringen und das auch kennenzulernen. Und das geht natürlich irgendwie nur über die Kulturen und über die Menschen. Ja, und ich glaube in Kombination mit der Schokolade und den Butterkeksen und der Banane ist das richtig gut. Und vor allen Dingen nach dem Grillen Marshmallows müssen sein. Gut. Oh,
Wir haben ja vorhin auch total viel über deine Reisen gesprochen. Gibt es da was du für dich im Nachhinein daraus ziehst? Gibt es da irgendwelche Erfahrungen, die du mit nach Deutschland bringst? Lecker, jetzt habe ich bestimmt einen Schokomund. Glück, glaube ich. Mir fällt da Glück ein. Vielleicht ist es das auch, weshalb ich reise, fällt mir jetzt gerade auf. Vielleicht ist das so ein bisschen das, das Angucken anderer Lebensentwürfe. Und ich bin schon wahnsinnig gerne hier zu Hause, weil ich hier glücklich bin. Und also vielleicht auch, weil ich merke, wie privilegiert ich bin, aber weil mir von allen Lebensentwürfen, ich mag alle angucken und verschiedene angucken und ziehe mir da wahrscheinlich das raus, was für mich super passt. Und das funktioniert gut.